Right? Nö, aber. Kai! Fangen wir schon an? Ja! Hallo Nino! Geht schon los? Geht's dir nicht gut? Was? Bist du so gestöhnt eben? Ja. Was ist los, alte Säge? Ja, gar nichts ist los. Okay. Also mit mir. Okay. Ja, dann fangen wir doch an. Ja, mit dem ersten fantastischen Spiel. Damit ist auch nicht viel los. Das ist Trivial Pursuit. Juhu! Ja! Schau mal, wie der Bernie sich freut da unten. Wie schau ich denn eigentlich aus? Sehe aus wie Medizinball mit Bart. Ja, wie im echten Leben, oder? Ja, ganz schön frech. Nee, ich sehe aus wie Henry mit Bart. Schau mal. Henry mit Bart? Ja, schau mal, hier, Henry sieht genauso aus wie ich. Nee, Henry hat keine Haare. Naja, Henry mit Bart und Haaren. Ja, was auch immer. Ja, okay. Auf jeden Fall, das ist halt, ja, so wieder mal eine Brettspielumsetzung für Konsolen, wo man sich halt fragt, wäre es nicht einfacher, gleich das Brettspiel auszupacken? Ja, aber genau das ist ja die Idee, dass man das Brettspiel eben nicht auspacken muss. Ja, aber das ist doch viel atmosphärischer. Das Brettspiel? Ja. Kann ich nicht sagen, ich habe das, glaube ich, noch nie gespielt. Ja, ich meine so Familienspieleabend, weiß schon, das ist doch viel cooler, als vorm Fernseher zu sitzen. Als ob ich einen Familienspieleabend mit Henry, Tobi und Bernie machen würde. Ja, okay. Ich glaube nicht. Punkt an dich, ja. Siehst du wohl? Ja. Aber Henry fährt darauf ab, weil es gibt viel Gamerscore zu holen in relativ kurzer Zeit. Mhm. Und ja, es kommt außer für die 360 auch für die PS3, die Wii und die PS2. Also geballte Ladung. Okay, Henry hat ja neulich sogar Disney Bolt durchgespielt. Echt? Hat ja, er? Weil es ihm großen Spaß gemacht hat. Ja, genau. Mhm. Die Gamerscore-Hure. Ja. Wolltest du noch was sagen? Wollte ich noch irgendwas sagen? Ich glaube nicht. Was sind denn das hier? Wie Monster AG findet Nemo Ratatouille? Was? Das sind Antworten zu der Frage. Ach so, jetzt sehe ich es erst, ja. Soll ich dir das Prinzip des Spiels mal erklären? Ja, erklär mal ganz kurz. Schau mal, wie der Henry sich freut. Also du rückst mit deiner Spielfigur vor, kommst auf ein Feld, dann wird eine Frage gestellt, die du beantworten musst. Ah, und das ist das Stichwort. Da kommen wir nämlich auch schon zum nächsten Spiel. Und das nennt sich Disney Think, das Schnelldenker-Quiz. Also schon mal nichts für dich, Kai. Genau, Schnelldenker. Vielmehr richtet sich dieser Knobeltitel für Nintendo's Wii an ein junges, zielstrebiges Spielerpublikum mit fundierten Disney-Kenntnissen. Ja, also nicht an mich. Genau. Das Ganze könnt ihr euch wie eine klassische Quizshow vorstellen. Und was gehört zu einer richtigen Quizshow dazu, lieber Kai? Genau, ein Moderator. Ne? Aber man braucht ja nicht immer Jörg Pilawa oder Günther Jauch, wenn man Genie aus der Sesamstraße? Nein, Wunderlampe haben kann. Ja, der Genie hat zwar keine Beine, dafür jede Menge lockere Sprüche und über 5000 knifflige Fragen auf Lager. Ihr entscheidet euch für einen von zahlreichen Disney-Charakteren, wie zum Beispiel Rudi Ross. Rudi Ross, ja. Mickey oder Minnie Maus, den dusseligen Goofy, Henry Ernst oder Donald Duck. Und stellt euch in 15 Runden diversen Multiple-Choice-Fragen oder dem ein oder anderen Minispiel. Als Kulissen dienen dafür Szenen aus, zum Beispiel der König der Löwen, Ariel, die Meerjungfrau, Lilo und Stitch und 101 Dalmatiner. Naja, also wenn wir ehrlich sind, Kulissen? Naja, jetzt komm, sieht doch ganz nett aus. Ja, es ist halt eine Hintergrundgrafik. Sollen wir hier gerade mal eins mitraten? Warte, lass uns mal bis aufs nächste warten. Hier? Moment. Gut gemacht. So. Achtung. Wähle eine Kategorie. Nebencharakter. Das kann ich gut. Ich aber auch. Wir haben das nicht geübt übrigens. Zu Herkules hat ein fliegendes Pferd namens Pegasus. Was frisst Pegasus? Oh. Schokolade. Oder was? Köttbullar? Ich sag Stroh. Ja, natürlich essen Pferde Köttbullar. Ja, Pferde kaufen ja auch bei Ikea ein. Na gut, der Titel ist für bis zu 4 Spiele ausgelegt und erscheint, wie eingangs erwähnt, für die Wii. Coole Sache, finde ich, besonders für Kids und Kindsköpfe. Ja, und was haben wir da? Das sieht mir so ein bisschen nach SOCOM aus, oder? Genau, ja. Ich habe den Bernie übrigens selten so gut gelaunt erlebt, wie beim SOCOM-Spielen. Das hat ihm richtig Spaß gemacht. Ja. Hat er erzählt, ja, stimmt, er ist ins Spiel reingegangen, ein paar Meter gelaufen und Kopfschuss. Also, muss man ja bei vorsichtig ihm sein. Nicht er den anderen, sondern. Ja, natürlich. Ja, der andere ihn. Ja. Das ist auf jeden Fall SOCOM Confrontation. Kostet 40 € für 1 bis 32 Spieler. Und erscheint für den GameCube, wie man sehen kann. Nein, für den DS. Nein! Ja. Ah, okay. PS3 natürlich, Natürlich. Trottel.
Hast du mich eben Trottel genannt? Nee. Okay. Würde ich nie. Ich weiß. Das Coole an dem Spiel ist, du kannst es entweder runterladen im PlayStation Store. Boah. Oder du kannst es ganz altmodisch, oldschool im Laden kaufen. Mhm. Gibt aber keinerlei Vorteile. Okay. Na gut, wenn man es runterlegt, kann man es wieder runterlöschen. Und wenn man es kauft, kann man es wegschmeißen. Weil ich glaube, es rentiert sich nicht wirklich, das zu spielen, oder? Ach doch. Also wenn du auf so komm stehst, das ist echt cool. Ach so, okay. Ja. Ja, was war denn da mit dem Bernie los? Hat er einfach schlechte Laune gehabt, oder was? Bernie war gedanklich wahrscheinlich schon in St. Moritz. Was hat er denn da gemacht? Ja, Urlaub. Ach so, da kann man doch Skifahren, oder? Und Snowboarden. Ja. Ja. Wie das die Jugend von heute ist. Unter den Promis rumhängen. Ja, stimmt. Ja. Bernie geht ja auch mit Günther Jauch zum Golfen, habe ich gehört. Tut er das? Ja, natürlich. Ah. Ja. Ja, aber um nochmal zurückzukommen auf SOCOM. Ja, bitte. Wie gesagt, 1 bis 32 Spieler und man kann es tatsächlich nur online spielen. Mhm. Es gibt keinen Offline-Modus. Na gut, ich meine, wenn es online Spaß macht und wenn es was für SOCOM-Freunde ist, dann... Also es gibt Ranglisten, Turniere, ja. und du hast 15 Spielmodi. Also es ist schon was Feines. Oh, es lädt. Kai, es lädt. Oh. Oh, ist das Dragon Ball? Sieht so aus, tatsächlich, ja, wie Son Goku. Nein, das ist, glaube ich... My Sims Party, oder? Ja, My Sims Party für die Wii. Nee. Die Party-Konsole schlechthin. Genau. Und es ist irgendwie auch die My Sims-Konsole schlechthin, weil EA haut da einen Titel nach dem anderen raus. Nach My Sims Kingdom war das letzte, oder? Ja, und dann gab es noch die Sims Animals, oder wie hieß das Ding? Sim Animals, genau. Ja, davon warst du ja das letzte Mal, wo wir zwei den Testcheck gemacht haben, total begeistert. Ja, aber du hast hinter meinem Rücken dann blöde Witze gerissen. Nö, das stimmt nicht. Ja, doch. Es lag an meiner ernsthaften Erkältung. Ah, du hattest auch ein bisschen weniger Haare. Das stimmt. Ja, auf jeden Fall, das ist im Prinzip so eine Minispielsammlung. Du hast halt irgendwie 50 Minispiele, ja, und das war's. Also ansonsten dasselbe wie immer. Hm. Aber ganz ulkig inszeniert. Ja, halt dasselbe wie immer. Ich stehe auf Mario Party, muss ich in dem Zusammenhang mal sagen. Ja, Mario Party, kann man die vergleichen, die Spiele? Nö. Ich weiß es nicht. Also ich muss jetzt hier gerade dran denken, weil es gibt bei Mario Party, ich weiß gar nicht bei welchem Teil, gibt es so ein Level, wo so ein süßes Koopa-Hochzeitspärchen Blumen in die Luft wirft. Und man muss dann ähnlich wie hier diese Zettel, diese Blumen einsammeln. Okay, vielleicht hat er ja EA so ein bisschen abgeguckt. Das könnte natürlich sein. Wobei, ja, du hast recht. Da gibt es auch so einen Modus hier bei My Sims Party, wo du Luftballons aufpumpen musst. Siehst du? Ja. Denk mal drüber nach. Okay, okay, okay. Hast gewonnen. So Kai, jetzt geht's hier weiter mit MotoGP. Auch das hast du gespielt. Ja, also ich hab's angespielt, sagen wir's mal so. Bis ich dann die Remote irgendwann in die Ecke gepfeffert habe. Warum denn schon wieder? Ja, ich meine, zum Ersten, das Ding hat keine Grafik. Stimmt. Also, schwarze Hintergründe. Jetzt, wo du sagst, ja. Das gab's das letzte Mal beim Master System. Mhm. Und ich weiß nicht, also das sieht so nach PS2 aus, finde ich. Ja. Okay, ich hätte die Steuerung natürlich umstellen können. Die hänge ich aber auch ganz schön ab hier, muss ich sagen. Da gibt es tatsächlich die Möglichkeit, aber ich eier hier halt mit der Remote-Bewegungssteuerung rum. Das heißt, ich benutze halt die Remote wie ein Lenkrad. Mhm. Und das ist nicht unbedingt präzise. Bei Mario Kart hat das super geklappt. Ja, aber das hier ist kein Mario Kart. Ich stehe ein bisschen auf Mario Kart. Ja, wer nicht? Ja, ich stehe ein bisschen auf Mario Party, falls ich dir noch nicht erzählt habe. Echt? Wirklich? Ja, ja, ja. Ja, okay. Auf jeden Fall hast du hier irgendwie Karrieremodus, Einzelrennen, Zeitrennen, kannst eine WM fahren, Multiplayer, also mit zwei Spielern im Splitscreen. Im das Prinzip üblich halt. Ganz nett, ja, aber halt nichts, was man wirklich bräuchte. Vollpreis? Das ist eine gute Frage. Sollte man vielleicht mal im Heft nachschlagen? Ja, schlag doch mal im Heft nach, ja, ob das Ding zum Vollpreis erhältlich ist. Dummerweise ist das Heft noch nicht fertig. Ist es noch gar nicht? Nee. Aber wenn unsere lieben Leser diesen Silberling jetzt sehen, dann sollte es zumindest fertig sein, weil sonst haben wir ein Problem. Lass es mich so ausdrücken, zum Vollpreis kaufen? Nö. Ja, genau. Ah...
Riesenroboter. Da funkeln meine Äugchen. Ich stehe ein bisschen auf Gundam. Du nicht, oder was? Doch, klar. Wer tut das nicht? Super. Dynasty Warriors Gundam 2. Es gleicht seinen Dynasty Warriors Vorgängern wie ein Hack and Slay dem anderen, mit einer Ausnahme, ja. Und zwar in der Gundam-Version der Dynasty Warriors Serie nehmt ihr, wie bereits im Vorgänger, Platz in einem gepanzerten Mobile Suit und lascht euch durch blecherne Horden feindlicher Mechs. Unter anderem spielt ihr dabei die Geschehnisse aus der Kult-Anime-Serie Mobile Suit Gundam Charge Counter-Attack nach. Insgesamt erwarten euch satte 66 spielbare Gundams und, rund 40 unterschiedliche Piloten, wie beispielsweise Kira Yamato, Hayato Kobayashi oder Amuro Ray. Und Lala. Genau, langweilig sollte es äußerst schnell nicht werden. Es gibt nämlich, jetzt pass auf Kai, über 150 Missionen. Again? Und zwar pro Charakter. Nein, warte, wie viele sind das denn insgesamt? Tausende. Ist auf jeden Fall jede Menge. Millionen. Die einzelnen Missionen lassen sich unterschiedlichen Kategorien zuordnen. So erwarten euch, Achtung, Story Missions, Free Missions, Collection Missions, License Missions, Friendship Missions, Extra Missions und Download Missions. Toll. Ja. Wer also auf das Gundam-Universum steht, so wie ich, und sich von dem auf die Dauer recht eintönigen Verschrotten gegnerischer Mechs nicht abschrecken lässt, darf gerne im Gundam-Cockpit Platz nehmen. Und hier hätten wir ein Quicktime-Event. Super, oder? So innovativ. Naja, mein Gott. Anderen Spielen wird das ja auch nicht vorgeworfen. Oder? Ja, okay. Der Titel erscheint übrigens für die PlayStation 2, die PlayStation 3. Und die Xbox 360. Ja, aber Ninja Blade ist ja eine einzige Aneinanderreihung von Quicktime-Events. Ja, und das werfe ich dem Spiel vor. Und wenn das ab und zu mal so eingestreut passiert, ist es doch ganz cool. Ja, Mann, er hat's drauf. Ja, oh yeah. Nee, also ich find's cool, wer auf Gundam steht oder wer auf Dynasty Warriors steht und im besten Fall auf beides, der kann sich das schon mal anschauen. Oh, schon wieder ein Wii-Spiel. Ich freue mich ja so. Ja, ich ja auch, juhu. Das hier ist Family Ski and Snowboard und ja, es ist hässlich. Boah. Ja, ich meine, es ist halt der Nachfolger von Family Ski. Mhm. Und wie du den Titel schon entnehmen kannst, darfst du jetzt auch Snowboard fahren. Da ist gerade eben ein Büffel rumgeflogen. Ein Büffel rumgeflogen? Ja, warte mal. Ich spule mal kurz zurück. Die moderne Technik macht's möglich. So, oh, das war ein bisschen zu weit. Moment, Kai. Da! Hast du es gesehen? Nee. Oben links im Bild. Da, siehst du? Hier. Hier, ich zeig mal mit der Maus. Das ist kein Büffel, das ist ein Ballon. Ach so. War die ganze Aufregung jetzt völlig umsonst. Na gut. Das ist der gefürchtete Adlerbüffel. Ja, natürlich. Das ist der Adler der Giganten. Oh. Noah? Nee. Doch. Der Weiterbüffel. Zoa. Ja, genau, stimmt. Ja, Noah war auf jeden Fall der Arche. Ruhe jetzt. Ja, ist doch gut. Du darfst dich irgendwie frei auf zwei Bergen bewegen, so mehr oder weniger frei, innerhalb der Pisten halt. Und das kannst du machen auf Skiern oder auf Snowboards. Super, oder? Ja, Wahnsinn. Steuerung geht ganz gut. Man kann auch das Balanceboard benutzen. Wahnsinn. Ja. Man kann es aber auch einfach im Regal stehen lassen. Das kann man natürlich auch. Das würde dir sogar dein Portemonnaie danken. Vermutlich, ja. Ja. Dann würde ich sagen, lassen wir das jetzt hier mit Family Ski und Snowboard und machen Snowboard weiter mit dem nächsten Spiel, und zwar Baphomets Fluch The Director's Cut. Bei dem Point-and-Click-Adventure handelt es sich um ein rundum erneuertes Remake des Originals aus dem Jahr 1996. Mann, ist das alt. Ja, der Klassiker wurde nämlich nicht nur optisch überholt, sondern auch um zahlreiche neue Rätsel erweitert. Und die Geschehnisse aus der Wii-Version sind mit der Handlung des PlayStation 1-Titels verknüpft. Ganz interessant, vielleicht auch für dich und für alle anderen Comic-Fans, ist die Tatsache, dass die Gesichtsanimationen von Dave Gibbons gezeichnet wurden. Nein! Doch! Der gute Dave Gibbons steht ja unter anderem hinter der Graphic Novel und der Verfilmung von Watchmen, den ich gar großartigst finde. Den ich noch nicht gesehen habe. Was ich nicht verstehe. Ja, ich auch nicht. Wo du in jede B-Billigproduktion in die Sneak Preview rennst. Ja, aber wenn man den ganzen Tag irgendwelche Artikel runterreißen muss und dann keine Zeit mehr hat fürs Kino. Ja. Ja, ne? Bist schon arm dran. Ja. Aber guck dir mal Watchmen an.
Aber zurück zu Baphomets Fluch in der Rolle der... übrigens, hier, pass auf, was er jetzt sagt. Was super. Es riecht, als ob jemand an einem heißen Hochsommertag eine Ladung Fisch in einer Umkleide... in einem Umkleideraum abgestellt hätte. Ist aber ein guter Spruch. Völlig sinnlos, aber cool. Ja, absolut. Da schimmert das Jahr 1996 so ein bisschen durch. Soll ich dir übrigens was zum Genre sagen? Bitte. Um Herrn Ernst zu zitieren. Herrn? Herrn Ernst. Ach so, ja. Das Point-and-Click-Adventure ist tot. Hat er das gesagt? Tot. Oh je. Soll ich dann jetzt überhaupt noch was... Wer will denn sowas noch spielen? Ich find's super. Ja, du vielleicht. Soll ich jetzt überhaupt noch weiter was drüber erzählen, oder? Ja, keine Ahnung. Also ich find's öde, ganz ehrlich. Na gut, dann lassen wir es halt. Ich hätte halt jetzt noch so Sachen gesagt, wie hier in der Rolle der Fotojournalistin Nicole, bla, mit dem Amerikaner George, blub, schreckliche Verschwörung hier und da. Ja, dann sprichst du mit irgendwelchen komischen Franzosen und hast sinnlose Dialoge. Das will doch niemand spielen. Ja gut, dann reiße ich jetzt hier meine Notizen zu Baphomets Fluch und dann lassen wir das Video jetzt unkommentiert bis zum Ende durchlaufen. Dann erzähl mal weiter, was gibt's noch so? Ich habe gerade meine Memoiren zerknüllt. Ja, ich kann jetzt nichts mehr sagen. So, zum Glück, meine Rettung, All-Star Cheerleader. Herrlich. Hast du gewusst übrigens, dass Cameron Diaz früher als Cheerleader in Snoop Dogg's Footballteam war? Nein. Ja, und diese Info ist genauso überflüssig. Aber ich bin stolz drauf. Dämlich wie All-Star Cheerleader. Für die Wii. Ich zitiere mal ganz kurz die Produktbeschreibung eines führenden Internetversandhauses. Da heißt es nämlich, Achtung, All-Star Cheerleader ist das weltweit erste Cheerleading-Videospiel, in dem Sie die Aufregung, den Nervenkitzel und die sportlichen Höchstleistungen selbst erleben können. Das Spiel führt Sie in die Welt des professionellen Cheerleading ein, erlernen Sie echte Tanzschritte, Bewegungen und kreative Choreografie. Ja. Es kommt noch besser, damit Sie in All-Star Cheerleader die aktuellsten Cheers und Choreografien einsetzen können. Und jetzt halt dich fest, Kai, wurde der bekannte Choreograf Tony G als leitender Berater für das Spiel verpflichtet. Tony G dürfte vielen durch seine Arbeit in den Bring It On Filmen bekannt sein. Ja, hey, wenn Tony dabei ist, eben, da kann man auch die komischen pinkfarbenen Uniformen verzeihen, oder? Genau. Ich hätte mir eigentlich Detlef D. Soest gewünscht als Choreograf, aber Tony G... Hat er nicht sein eigenes Spiel? Detlef D. Soest? Ja. Ich glaube, der hat sogar eine eigene Postleitzahl. Ja, machen wir es kurz. Bei All-Star Cheerleader läuft alles auf nerviges Remote-Gefuchtel und albernes Rumgetrampel. Das kannst du jetzt so auch nicht sagen. Doch, pfui, nein, kannst du nicht. Oh ja. Du lernst zum Beispiel, wie du ein Inverted Right L machst. Nee! Ja! Und das wollte ich schon immer noch können. Ja, wer nicht? Natürlich. Du trägst doch sowieso immer pinkfarbene Uniformen. Also kannst du auch mal das Cheerleader. Finde ich jetzt nicht in Ordnung, dass du das jetzt in aller Öffentlichkeit hier so breit trampelst. Ja, Kai, wir lassen das, verabschieden uns. War's das schon? Das war's. Und mit diesen sensationellen Bildern sind wir raus. Ne? Ja. Bin raus. Auf Wiedersehen. Ciao.